bad dream. Pulling the pieces apart, one by one. The strings of my heart, they are coming undone. I guess that's what I get for calling your bluff. But you won't catch me crying, 'cause So, ich habe jetzt kein Outfit an, neues. Bin auch noch nicht fertig mit der Feuerwehr, gebe ich zu. Aber mein Neffe und ich werden morgen mehr Feuerwehr bauen. Ich muss mich noch ein Stück wieder ranholen und ein kleines Stück höher. Es lässt sich für mich immer schwer abschätzen. Bier spielen, das Schwert und die Geschichte natürlich, ne? Tutorials anzeigen. Ja. Nee, warte mal, geh nochmal zurück. Aus. Okay. Wir sind ja Profis. Schönen guten Abend. Monique, Isabel, Verrufen, Snovia, Besnik, Leitung Bambus und Moon. Es ist nicht zu laut. Das war nämlich meine Angst.
hätte vielleicht noch ein Tutorial machen sollen, ne? Passiert. Ich habe bei Tutorial Nein gesagt. Fuck. Wir lernen durch Erfahrungen. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Wo ist das Ding jetzt hingeschwommen? Oh, okay. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Hi, Ratna. No. Liebe. Na gut, dass das FSK 18 ist bei so viel nackter Haut, ne? Kicken wir uns mal ein bisschen um. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Sieht wirklich nice aus. Geh noch ein bisschen zu Yennefer. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ich hab was umgeschmissen. Oh. Oh, 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 ich randaliere. Oh, hier. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Zaun. Das solltest du wissen. Ich hab eine Kerze gelöscht. Vollprofi. Weiß, wie ich Kerzen lösche. Ja, ich bin der Kerzenmeister. Voila. Guck, Süßer, hier. Bom. Jetzt habe ich dich angemacht, weißt du, ne? Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Lass uns unvernünftig sein. Wir flirten jetzt. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Flirty. Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. No. Wir sind ein richtiger Romantiker. Guck mal, die hat doch nur einen Schlüpper an. Was will denn die jetzt sich nur schick machen? Reicht doch. Schlüpper aus und los. Hier,
Habt ihr es gesehen? Bumm! Bumm! Ich bin der Herr der Kerzen! Okay, wo muss ich jetzt hin? Was muss ich tun? Ah, da ist noch ein Buch. Lass uns da mal kicken. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Meins. Ja, komm. Können alle meine Freundinnen Schlüpper sehen. Kann ich irgendwie rennen? Ah, okay. Das kann ich jetzt nicht tun, okay. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Snoopy, unterrichtest du so auch deine Klosterschüler? Nee, es gab, glaube ich, seinen nackten Arsch nicht. Ich glaube, bei ihm war es nur der nackte Rücken. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben, das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht, zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen. Das ist echt gemein, oder? Wir sehen uns unten. Aber sein nackter Oberkörper war da. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus, Pirouette. Falsch, Beinarbeit. Genug, runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut, Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar! Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. Wie? Ah. Ah. Okay. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Ah, wo geht's denn hier lang? Ah, durchs Loch.
Ich bin runtergefallen. Hoch. Ich glaube, die Kleine zieht mich ab. Ich wette, die ist schon unten. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Genau. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau. Ich habe mal eine Frage, ne? Ich finde das also Kind ein bisschen gruselig. Geredet. Ich weiß nicht warum. Gerald und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Oha. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Kampftutorial beginnen. Mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Das ist... Nee, ich war richtig erschrocken, weil ich die in der Serie so hübsch fand. Schwert, ne? Wie ziehe ich das Schwert? Wie mache ich das? Wie ziehe ich mein Schwert? Ja, wie ziehe ich mein Schwert? So springe ich, warte. Mir bleibt okay. Wie kämpfe ich? So weiche ich aus. Ah, Angriff. Viereck. Das kann ich jetzt nicht tun. Markieren. Das wird kurz und schmerzhaft. Wie markiere ich? Schnelle Hiebe. 1, 2, 3. Zack, 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 zack. So stark du kannst. Eine Wanderdüne. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, zack, junge Dame. Zack. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Wer will noch mal? Langsam wie eine Fliege. Kann ich ausweichen? Nochmal. Langsam wie wieso weichst du nicht aus? Heute. Nochmal. Warum kann ich nicht ausweichen? Wie eine Fliege in Bernstein heute. Nochmal. Ich kann nicht ausweichen. Langsam wie er weicht Fliege nicht in aus. Bernstein heute. Nochmal. Ich bin doch gerade ganz oft ausgewichen. Ist doch Kreis. Dann halt mit X. Willst du den Paraden? Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter! Schlag gegen Schlag! Wie konter ich? Wie konter ich? Scheiße! Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wie konnte ich denn? Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitten. Scheiße. Wartet mal. Ich hab doch hier bestimmt eine Steuerung. Option.
Tutorials. Komm. Da ist aber kein Konter. Wo ist denn der Konter? Der steht nämlich nicht da, wie ich den ausführe. Leute, wir werden uns eine Weile mit Konter auseinandersetzen. Wie konter ich? Das steht nämlich nicht da. Das kannst du jetzt nicht tun. Warum nicht? Wie konter ich denn? Ich bin gerade zu blond dafür. Oh, nein. Das kann ich jetzt alles nicht tun. Okay, aber wie konter ich? Bin gerade zu... Ragnar, wie konter ich? Hilf mir, Ragnar, hilf mir! Blocken und ich glaube Richtung... Wie jetzt? Ah, okay, im richtigen Moment Viereck. Nee, da steht dann... Das kannst du jetzt nicht tun. Das kannst du jetzt nicht tun. Nein, Viereck ist es nicht. Dreieck ist es auch nicht. Ah, kurz vorm Angriff, warte. Ah, danke, verrufen. Jetzt haben wir's. Na komm. So, junge Dame. Alter, das war jetzt. Gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Quen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß, Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Mist. Was zum Kuckuck treibst du da? Ich versuche Igni einzusetzen. Jetzt sei ruhig und lass mich mal mich konzentrieren. Hör auf zu prahlen, Geralt. Wirke das Zeichen. Mach's da, aber Kuckuck es klappt nicht. Ich bin zu blöd dafür. Wer will noch mal? Ich soll Igni auswirken. Ach so, warte, Igni. Ohne das Quenzzeichen schaffe ich jetzt den Flammen. Art, Geralt. Na los. Das wird kurz und schmerzhaft. Oh, das war nicht Art. Weißt du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Zeit für Axi. Axi! Axi klingt cool. Sie kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Der. Ich hab die Bomben ausgewählt. Los, auf sie! Zeitverschwendung. Genug. Ah. Haben wir es jetzt? Gut, und nun? Habe ich denn das gemacht? Okay, so war das. Bam! Komm schon, komm näher. Wir trainieren nach Belieben weiter. Wir mal Igni. Oh.
genug? Gib mir mal ein bisschen was hier. Huch, das wollte ich gar nicht. Das war Naxi. Oh, ich habe die ganze Zeit die Bomben. Kurz und schmerzhaft. Na, wie lange soll ich noch machen? Ich glaube, ich kassiere gerade ganz schön. Aber es ist, glaube ich, nicht weiter wild. Hey, ich habe das Gefühl, ich ziehe so nothing ab, ne? Kann ich den überhaupt besiegen? Los, auf sie! Du wirst es nie lernen. Mist. Ich zieh dem gar nichts ab. Eigentlich hätte ich den schon dreimal gekillt. Aber irgendwie kann ich den nicht besiegen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Besieg ihn nicht! Ich glaube, ich kann ihn nicht besiegen, ne? Wie stecke ich mein Schwert weg? Ach ja. Ich hab ihn ganz schön. Ich hätte ihn kaputt gemacht. Sind wir realistisch? Ha. Ja, ich wollte ihn besiegen. Ich wollte gewinnen. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri. Ich wollte doch nur gewinnen. Der kleine Satansbraten. Sobald jetzt habe ich ihn direkt ist, aufgegeben. Alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Dem habe ich nicht mal irgendwas abgezogen. Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf.
Nein! Ich will es nicht angeben, ne? Aber ich hätte ihn locker fertig gemacht. Ich war kurz davor, dass er kaputt geht. Ich kann nur immer keine alten Leute töten. Das ist meine Schwäche. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Ja, aber der hat ja den Schwanz eingezogen. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Hm. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Mhm. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Mhm. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr, das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Ja, oder? Es war seine eigene Schuld. Hat doch Pech, ja. Halt. Brechen wir auf. Ja, es dämmert. Für ihn. Das nächste Mal mache ich dich fertig. Warte. Nur, dass du es weißt. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Hm. Keine weiteren Hinweise. Der wollte nur mal an meinem Brief schnüffeln. PS? Ich hab das Einhorn noch. Das erzählen wir ihm. Ein Einhorn. Das wir ein- oder zweimal benutzt haben, in bestimmten Situationen. Hm. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Jetzt hat sie erst mal schockiert. Aber keine Sorge, ich auch. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Gut. Gule. Warte mal. Immer noch mit dem einen, ey. Pass mal ein bisschen auf mein Blötzi auf hier. Was machst du? Kacken oder was? Verdammt. Da ist ja noch einer. Wer will noch mal? Pass auf mit deinem Feuer. Meine Sackhaare will ich behalten, du. Eieieiei. Gruselig.
So. Entschuldigung, der Satz muss. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? Also, ich bin davon ausgegangen, weil er allgemein sehr behaart ist. Halt hier oben. Fackelt der hier rum, ja? Ey. Wie komme ich noch auf mein Pferd? Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Weiß ich nicht. Er war bestürzt. Ist jetzt so eine Idee, die im Raum steht, nur wir. Schneller. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg klack. Muss man glauben. Blödsinn! Blödsinn! Einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Na klar, Unique, immer hier. Oh nein. Er frisst das arme Pferd. Hätte doch den Mann gefressen. Plötzlich ist das Pferd von Geralt, das heißt Plötze. Joa. Nur ein Kratzer. Nimm Pflaster, dann geht's wieder. Komm raus. Die hat ja eine geile Frise. So, meine Herren, wer lässt sich diesen Haarschnitt machen? Ich glaube, der nennt sich Topfschnitt. Ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Das ist sehr hilfreich. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Nein, komm, wir sind nett. Der hat so eine miese Frisur, der findet bestimmt nie eine Freundin. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Fisch. Wir müssen unseren Ruf aufbessern. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber... Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch... Wie praktisch! ...wie ein Familienmitglied behandelt. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Schnaps klingt doch immer gut. Plötze, wo stehst denn du? Plötze, komm mal her. Komm schon, Plötze. Ja. Also, reit mich doch nicht um. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg.
Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Ganz! Kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren. Oh, da war eine Katze. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Nilfgaard? Öff dich ins Knie, ich häng meine Schilder auf, wie ich das will. Echt mal. Leck ihm am Sack. Lass doch das da hängen, meine Güte. Alte Erinnerungen. Mist. Was? Hexer? Hexer! Ja. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Dann geh. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Erstmal möchte ich gucken, was du hier zu bieten hast. Sag mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ich dachte, ich hab das alles aufs Haus. Und jetzt muss ich dafür doch bezahlen. Hier, das kriege ich umsonst, oder was? Das auch? Ja, ich muss dafür jetzt bezahlen. Die hat gesagt, ich krieg das umsonst. Die hat gelogen. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung. Oh, das ist eine Miezetatze. Die hat mich abgezogen. Die lügt. Das mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja. Man schnüffelt an seinen Gästen so. Richtig belästigend hockt dieser dahinter so. Hier sind viele Reisende von überall her. Mhm. Vielleicht Lila, Stachelbeere. Okay. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Schlecht. Wir hätten was tun können, aber nicht umsonst. Hier ist ja richtig was los. Das ganze die Blumen sind schön. Unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Danke für alles. Sie hat mich abgezogen. Wieso bedanken wir uns? Ich musste bezahlen für mein Essen. Ach, guck mal, da ist die Miezetatze. Ich musste für mein Essen bezahlen, hallo? Obwohl sie gesagt hat, ich krieg's umsonst. Was haben wir für Hosen an? Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Natürlich. Hört, die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht... Ich suche jemanden.
Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Dö. Halt's Maul. Die ist Elsa. Nochmal, es gibt 4 Farben. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Ich hatte erst Flieder, wir hatten so einen Duftspender im Flur. Assistenz Professor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Er ist zu stark manchmal, ne? Deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nur den letzten Teil. Nicht für Märchen. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Noch nicht. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Wow. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Na komm, eine Runde. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Du beginnst, okay. Mhm. Ich bin nicht gut in sowas. Ja.
Bis jetzt führe ich, oder? Jetzt habe ich Mist gebaut. Ich hab voll verkackt. Hey. Tja, ist kein wenn du mal in ich denke dran. Ja, wir wollen nicht mehr. Das ist voll blöd, das Spiel. Das war nicht meins. Okay. Yo, hi. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder. Nee. Und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Er kennt sogar ihren Namen. Krasser Cute. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat, weiß das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Er ist ein Fanboy. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen, geht es um die Liebe? Natürlich geht es um die Liebe. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Es geht immer um die Liebe. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Wie weg. So, jetzt müssen wir mal hier wieder hin. Ja. Hallo. Rutsch mal. Das ist mein Lager. Na, das lassen wir alles mal. So, warte mal. Yo.
Jo, ja? Wasemir, Wasemir, wir können. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Ja, Wesemir. Ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Ho, ho, ho. Bis später, Wesemir. Dünnes Eis. Pack mal die Fackel weg. Danke. Pack mal die Fackel weg. Ist ja voll peinlich. Oh nee. Ausgetrunken. Aufgehört zu essen? Mhm. Ja. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Reiß dir die Eier ab! Ey, nicht auf mein Pferdchen hier! War nett, euch zu treffen. Fahr dich mal runter. Freudemann, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Sie Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Hm? Würdest du mir einen Hof zur Hand geben? Die Bäume müssten geschnitten werden. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was? Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Wer hat dir das beigebracht? Shetty. Hör mir gut zu. Du siehst das nie wieder. Oh, hier. Und du spielst auch nicht mehr mit Shetty. Verdammte Hexer. Aber er ist mein ne Kuh. Freund. Hallo Elsa. Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Hallo Paula. Oh, Schweine. Oh, ich hänge. Komme ich nicht drüber, okay. Und jetzt? Möge die Sonne auf dich scheinen. Pass auf, wo du hintrittst. Ich will was. Entschuldigung. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Wie gemein. Och Gott, die armen Menschen. Ja, ich spiele großteils Story-Games eigentlich. Und man nimmt halt immer mal eins mit. Hi! Also hier siehst du auch andere Games. Was ist denn passiert? Aber auch natürlich DBD, oh, aber... Ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Nein, ich erkläre das nur gerne. Ich habe die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Zenobia, was hast du gemacht? Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren.
Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Warte mal, warum sind denn die Avatare weg? Also muss ich gut, dass du sagst. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Bitteschön. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles. Nee, ich hab die nur verpeilt. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück. Oh, Wesslings Pümmel, ey. Das ist, weiß ich nicht. Also. Okay, das war jetzt. Das war jetzt falsch. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Wesslick, so war das jetzt nicht gemeint. Würdest du mir im Hof zur Hand gehen? Die Bäume müssten beschnitten werden. Also, ich weiß nicht. Ich borge. Ich klaue nicht. Ich borge. Dings, Biberich. Ja, das war mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Danke, dass du es unkommentiert lässt. Das kam jetzt ein bisschen dolle blöd. Quests. Mutant. Das macht alles nicht weiß, besser, ne? Ist der Greif und so. Aber was hältst du davon? Ich mach mir eine Schleuder und jag Bären damit. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut. Gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell schau mich nicht so an! Runter. Ich glaube, jetzt noch die Ernte, ne? Suchst du Ärger? Ich kann nichts für meine Mutter, ja? Geht ja auf Familie. Ich kann nichts für mein Sein. Es ist, wie es ist.
Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich. Frau Hufmann hat das Battle gewonnen, yay! Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Was haben Geister so an sich? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen. Und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. So weit sind wir noch nicht. Ich weiß, dass der viel, viel stärker ist als wir. Mir geht's gut, Isabel. Wie geht's dir? Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Ein Mann. Ein großer. Stinkt nach Pisse. Und Schnaps. Ja, die Hauptquest ist, findet Jennifer, aber wir wollen ja ein bisschen was erleben hier. Oh, die Königin will zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Wir wollen ja ein wenig erleben. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Es macht Spaß, Feuerwehr aufzubauen, aber ich bin noch nicht fertig. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Oh, ich wünsche gute Besserung. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Die Spur führt wieder ins Dorf. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut. Gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wie der nicht wieder Mund. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Ich bin richtig guter Hunter hier, ne? Er hat gezappelt und geschrien. Bumm! Mutant. Ja, so war's. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Oh, die haben Baby. Naja, nehmen wir trotzdem mit, ne? Mal ganz ehrlich. Heutzutage muss man gucken, wo man bleibt. Das muss er sein. Hässliche Wunde,
Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja, sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ganz ruhig, komm jetzt. Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Oh, 5 Jahre später, ey. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Ea Igluir. Kleinen Moment bitte, gebt mir uno momentico, ich bin... Goidemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan, D-E-R-V-A-N, nicht Goidemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Sie werden uns alle nach Süden über die Jahrhunderte bringen. Und dann kommen wir mit auf Gabriel, um unsere Felder zu bestellen. Und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat die Hose voll. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Shetties. Hör mir gut zu. Du singst das nie wieder. Nie wieder! Und du spielst doch nicht mehr mit Shetty. Aber er ist mein bester Freund. Shetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Der braucht 5 Jahre. Ah, ihr habt das Jump entdeckt für die Was ist mit deinem Gesicht passiert? Sie werden uns alle nach Süden über die Yaruga bringen. Und dann kommen Nilfgaarder her, um unsere Felder zu bestellen. Ja, habe ich schon gehört. Los, aufwachen. Habt ihr gut erkannt. Ja, man kann sich die Sterne fangen. Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Oh nein. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Ich habe mir ein Eis geben lassen von meinem Neffen. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ich bin versaut aus, aber ich mach mein Cola-Eis warm. Sieht immer so versaut aus, aber... Ich will ja das Eis haben. Wenn ich euch das nicht erklären würde, würde es, glaube ich, noch komischer sein, ne?
So, okay, ich hab's. So. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch so haben. Quests. Warum brauchen wir noch so lange für einen Levelaufstieg? Also ich frage für einen Freund. Okay, wo müssen wir hin? Hey, die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. So ist das leider immer. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Guck mal, wer da ist, Bram. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Oh, krass, für die Hälfte. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Zeig mal, Schnäppchen. Nee, ich brauche noch nichts. Noch nicht. Pass auf dich auf. Wenn er wie die Verwandte ist, ja, oder? Und du? Könntest du uns vom Bösen erlösen? Plötze? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Aber Wesley sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Wir werden lachen. Doppelter Preis. Das ist doch bitte von dir. Von wegen, du hast mir mein Leben gerettet. Ist gar nicht, das ist doch bitte von dir. Hier ist der Wagen. Ich dachte, der Wagen wird repariert. Kollege, so geht die Reparatur aber nicht voran. Finde ich reit richtig gut, ne? Ich war schon immer der goldene Reiter. Hey, 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 oh. Komm schon, Plätze. Auf zu winseln, Musa. Wir suchen später nach Bastian, wenn es sicher ist. Hoi. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Oh no. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich.
Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Warum soll ich mich mit dir da treffen? Hä, warum gehen wir da nicht gemeinsam einfach gleich hin? Hä, das macht doch jetzt gar keinen Sinn. Die hätten doch da jetzt einfach zusammen hingehen können, oder? Ich hätte reiten sollen. Nee, will ich ja nicht. Hä, ich bin da, wo ist der? So viele Tote. Hallo. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Da. Oh, da kommt er. Wir können reden, wenn wir dort sind. Wo denn? Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm! Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Nee, der dritte. The Witcher 3. Geh mal zur Seite, Hund. Lass mal die richtigen Kämpfer ran. Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nicht. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Na, Parkour, alles klärchen. Guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Ja, ich helfe dir doch schon so gut ich kann. Oh. Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Ja, wie finde ich den denn? Hm.
Der Hund findet da auch nichts. Alles gut soweit und bei dir? Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Suche mit Hilfe der Hexe. Ich finde hier eine Menge Beile, ne? Entschuldigung, ich bin rausgelaufen. Lauf immer aus dem Kreis raus. Da. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Beschissen wäre noch gestapelt. So schlimm. Ich muss gucken nach Rot. Es muss rot leuchten. Rot, rot, rot. Das ist gelb. Rot muss es leuchten. Aber hier ist ja nothing. Hä? Beschissen wäre noch gebrallt. Oh. Entschuldigung. In der Nähe. Warte, warte, da stand gerade in der Nähe. Ich bin zu blond? Für den oder was? Das ist er nicht. Guck mal, er liegt bei dem auf dem Schoß. Ich bin schon wieder rausgelaufen. Weiter oben, ja, ja, ich bin schon wieder rausgelaufen. So. Wer bist du? Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Er hat ihn. Husar hat seine Fährte. Komm! Jawohl! Aber das ist doch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben, der Idiot? Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen?
Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge... Es geht ganz schön rassistisch, ne? ...als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja... Ja, das stimmt, das bin ich. ...und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Wir haben es geschafft. Alle leben noch. War. Das lief doch ganz anständig, oder? Jetzt habe ich nur noch das hier. Das kann ich gerade nicht machen, weil dafür bin ich noch nicht gut genug. Also folgen wir jetzt ihr nach... Wir machen die Hauptmission weiter. Ach Quatsch. Blötze! Komm her, wo bist du? Blötze, lasst uns reiten. Habt ihr diesen Move gesehen? Ich bin so gut auf dieses Pferd gestiegen. Das war schon Profi. Mal gucken, wer gewinnt. Verrufens Leiste sieht ganz gut aus. Es sind nur noch 3 Killer über. Oh mein Gott, der Trickster ist winning. Verrufen hat gewonnen. Jetzt habe ich zu euch geguckt. Ah, ich bin vom Weg abgekommen. Egal. Na, wo müssen wir jetzt nun hin hier? Komme ich nirgendwo hoch hier? Doch. Der Kaiser wird uns führen. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer auf der Jagd geschnappt und verführt. Na, ich meine ihre Powerleiste. Ist euch mal aufgefallen, dass Geralt anders klingt, wenn er sein Pferd antreibt, als wenn der redet? Hört einfach mit zu. Sind das zwei Synchronsprecher? Ja, ich nehme gleich den anderen. Los, lauf! Da? Vielleicht muss man Controllerwechsel machen. Lauf, Blötze! Also manchmal klingt der anders, ne? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen.
du. Das schaffe ich never. Okay, die ist uns noch eine Nummer zu groß. Wir reiten weiter. Wir kommen später wieder. Die sind Level 1 und die ist Level 7. Das ist mal realistisch, ne? Und es müsste irgendwo. Hi, Mono. Irgendwo muss SA stehen. Bistümavatare, da kannst du den Außen ändern. Lauf, Plötze! Halt! Möge die Sonne auf dich scheinen. Heya! Ich will da mit meinem Pferd hoch. Ich lass Plötze doch nicht unten stehen. Schneller! Plötze jetzt! Musst du dich mal ein bisschen anstrengen. Es ist eng. Du kannst das, Plötze. Beweg dich. Warte mal. Plötze. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Das sagt meine Mutter auch immer. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Colteis Grafian Essanbar. Et Torp? Nein. Wir müssen einen Teil eurer Ernte. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Wagner, versuchst du dich jetzt als Maios? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille. Okay. Fünf junge viel Spaß Männer. Im Lück. Zwei Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe ja sie nur an unserer gewonnen erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuz,
Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Tumira und Mislav. Danke. So und Jagden. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Bis dann. Jünger. Es bewähre ich. Kompliziere Serien des Masten. Serien Stylin Zean. Nesteng Afaik Alp Evelien. Es sege en Avian. Anfei. Es war die Sette. Es am Morph Epes. Es hält. Du Hukakan Inis Inis. Näs die Sette hin. Warum können die nicht auch alle Deutsch reden? Dann verstehe ich die alle. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, das stimmt. Damit schrecken sie Männer wie dich ab. Deswegen machen die das. So. Wir sollten zur Kreuzung, ne? Disziplin, wie fehlt euch? Wo soll denn die Kräuterfrau sitzen? Ich glaube, wir sollten zuerst mit der Kräuterfrau reden, ne? Es ist ein kleines Minigame, genau. Das beschreibt es ganz gut, Verrufen. Hep. So könnt ihr auch ein bisschen was spielen, während ihr zuschaut. Eher Igluir. Warte mal, ich muss mich mal healen. Verbrauchen. Noch weit weg, noch über 200 Meter. Junge! Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur nee, davon. Ihr könnt das alle starten. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Einfach ein Ausrufezeichen Battle Royale. Wie kann ich helfen?
Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe, etwas kam aus dem Nur bei den Mods? Habe ich das auf Mods eingestellt? Baum mit Huf und Haar. Snowia, probier das mal bitte. Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Nee, dann könntest du die Mod starten. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Shifu ist gut. Machen vielleicht Feierabend. Da ist der Wagen. Okay, die sind ein bisschen flotter. Leute, wir machen jetzt noch die Quest und dann machen wir Feierabend für heute. Jetzt kannst du ihn einsetzen, oder was? Fuck. Ich bin vergiftet. Fuck, sind die scheiße schwer, die Viecher, ne? Warte mal, wir müssen uns mal ein bisschen auf... Hier. Halt, nee. Wo war der Wagen? Wieso kann ich denn jetzt gerade nicht? Wie lange soll ich noch warten? Als
gleich aus. Oh, ey, kommt doch nicht alle. Kommen die alle auf mich? Wer seid ihr? Die Jonas Brothers oder was? Alter, übertreibt halt, ne? Okay, also, ich glaube, mit Feuer komme ich ganz... Oh. Na klar. Jetzt zieh doch mal. Jetzt. Heilige dich. Hascht ihr mich? Lade ich auf, komm. Lade ich auf, Geralt. Aufladen. Wie lange lädt denn das auf, ey? Seine Mama kommt. Einer noch. Die waren jetzt eine schwere Geburt, ne? Aber eine sauschwere Geburt. Aber zum Schluss siegt natürlich wir. Noch einer. Oh, verarschst du mich? Komm hier. Lade ich auf. Oh, Buddy! Zeit, Stille! Ich such doch nur dieses. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ich sollte mich umsehen. Hey, Wise. Okay, wir schauen uns um. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Alles klärchen. War es wohl noch nicht.
Hä? Nee, ich will ja wissen, was da noch passiert ist. Hä, nein. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Kann ich es aufheben? Ja, das kann ich aufheben. Oh, ich brenne. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht, mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört, wie ich dein Herz höre, das klopft, wie das eines Lügners. Erwischt. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Erwischt. Wir haben ihn erwischt. Plötze! Hep! Ich wollte doch zuerst zum Ding. So. Da speichern wir dann auch. Daher kommt dieses, mal, sie schläft da. Wir borgen uns mal ein paar Sachen aus, ne? So. Ihr Lieben, wir machen jetzt hier einen Cut. Fürs Erste. Und machen morgen weiter. Nee, nicht morgen. Machen nächste Woche weiter. Vielleicht sogar schon am Sonntag. Ich weiß es noch nicht. Na, wir werden auf jeden Fall weitermachen, entweder die Woche oder nächste Woche. Aber The Witcher wird uns jetzt eine Weile bekleiden, begleiten. Dann machen wir Sonntag weiter. Wir gehen jetzt alle heier. Ich wünsche euch eine entspannte gute Nacht. Und wir sehen uns morgen auf jeden Fall auf TikTok wieder und auch hier mit Dead by Daylight. Und ich sag einfach mal tschö. Mit Ö. Bist du für Spaß? Was? Was hast du gerade?